Heute haben wir mit einer großen Mehrheit im Bayerischen Landtag diese Verfassungsänderung auf den Weg gebracht, nämlich die Verfassungsänderung, dass das Ehrenamt in die Verfassung aufgenommen wird, dass Staat und Kommunen die Aufgabe haben, das Ehrenamt für das Gemeinwohl in Bayern zu fördern. Und das ist eine ganz zentrale, wichtige Sache, die sozusagen das Ziel vorgibt für das kommunale und auch staatliche Handeln. Und hier muss man, habe ich auch im Besonderen auch die Bayerischen Trachtenbewegungen, den Trachtenverband auch im Auge, denn gerade diese Verbände, die sind die Träger auch unserer Heimatkultur, denn Heimat braucht Brauchtum und dieses Brauchtum ist etwas, worüber wir in der ganzen Welt letztlich beneidet werden, dass hier Männer und Frauen ihre Freizeit sozusagen opfern und aus Freude an Brauchtum Dinge machen, die der Staat selber gar nicht machen kann, also wo der Staat völlig unfähig ist, das selbst zu machen. Und hier werden Traditionen gelebt und weitergegeben, die letztlich auch zum Gelingen des persönlichen Lebensglücks in der eigenen Heimat maßgeblich beitragen.